Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und dieses Video, das ist eigentlich schon längst überfällig. Denn ich bekomme im Schnitt pro Woche 10 Mails mit Fragen rund um ein Thema. Nämlich ein Thema, das man meistens am Ende der Nachrichten sieht. Man sieht immer irgendwelche Diagramme und Balken und hört Zahlen und Prozent und so. Aber was es damit auf sich hat, das weiß man nicht so richtig. Nämlich die Börse. Was ist eigentlich die Börse? Mit was wird da gehandelt? Was ist eine Aktie? Wie funktioniert das Ganze? Das sind viele, viele Fragen, die immer wieder an mich gestellt werden. Und deswegen werde ich jetzt versuchen, diese Fragen zu beantworten. Nicht alleine, nein, diesmal in Zusammenarbeit mit Kurzgesagt. Kurzgesagt ist ein toller Kanal, den ihr hier findet. Da gibt es kurze Erklärvideos, animiert zum Beispiel zum Thema Fracking, was ist das und viele Themen mehr. Schaut einfach mal rein, das lohnt sich. Und die haben ein wunderbares Video animiert, zu dem ich ein paar Sätze gesagt habe. Ihr hört mich jetzt gleich dann noch sprechen, ihr seht mich nicht mehr und ich hoffe, ihr seid danach ein bisschen schlauer. Würde mich freuen, wenn ihr dranbleibt, würde mich freuen, wenn es euch gefällt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß. Was ist die Börse und wie funktioniert sie? Die Börse ist nichts anderes als ein riesiger, weltweit vernetzter, organisierter Marktplatz. Jeden Tag werden dort ungeheuer große Geldbeträge hin und her geschoben. Im Jahr sind es insgesamt über 60 Billionen Euro. Das ist mehr als der Wert aller Waren und Dienstleistungen der kompletten Weltwirtschaft. Gehandelt wird auf diesem Marktplatz allerdings nicht mit Äpfeln oder mit gebrauchten Zahnbürsten, sondern vor allem mit Wertpapieren. Wertpapiere sind Vermögensrechte, meistens in Form von Aktien. Eine Aktie steht für den Anteil an einem Unternehmen. Aber warum gibt es überhaupt Aktienhandel? In erster Linie bezieht sich der Wert einer Aktie auf das Unternehmen dahinter. Stellt man sich den Unternehmenswert als Pizza vor, dann ist gleichzeitig jedes Stück größer, je größer die gesamte Pizza ist. Wenn also zum Beispiel Facebook durch ein neues Geschäftsmodell seinen Gewinn stark steigern kann, so wird auch die Unternehmenspizza wachsen und damit der Wert der Aktien. Für die Aktionäre ist das natürlich großartig. Eine Aktie, die vorher vielleicht 38 Euro wert war, könnte jetzt ganze 50 Euro wert sein. Beim Verkauf sind das 12 Euro Gewinn pro Aktie. Aber was hat Facebook davon? Das Unternehmen kann durch den Verkauf der Aktien Geld sammeln und investieren oder sein Geschäft ausbauen. Facebook zum Beispiel hat durch seinen Börsengang 16 Milliarden Dollar verdient. Der Handel mit Aktien ist allerdings auch ein Glücksspiel. Keiner kann sagen, welches Unternehmen sich gut entwickelt und welches nicht. Hat eine Firma einen guten Ruf, dann setzen die Anleger auf sie. Ein Unternehmen mit schlechtem Ruf oder mit schlechter Leistung wird sich schwer tun, seine Aktien zu verkaufen. Anders als auf einem normalen Markt, auf dem man die Waren anfassen und mit nach Hause nehmen kann, sind an der Börse alle Waren nur virtuell vorhanden. Sie erscheinen in Form von Kursen und Tabellen auf Bildschirmen. Innerhalb von Sekunden kann ein solcher Kurs steigen oder fallen. Die Aktionäre müssen also schnell handeln, um keine Chance zu verpassen. Ein einfaches Gerücht kann schon dazu führen, dass die Nachfrage nach einer Aktie extrem fällt. Und das ganz unabhängig vom tatsächlichen Wert des Unternehmens. Möglich ist natürlich auch das Gegenteil. Wenn besonders viele Menschen schwache Aktien kaufen, weil sie zum Beispiel großes Potenzial hinter einer Idee sehen, dann steigt dadurch ihr Wert. Davon können besonders junge Unternehmen profitieren. Obwohl ihre Verkaufszahlen vielleicht noch rückläufig sind, fahren sie durch ihre Unternehmensaktien schon Gewinne ein. Das führt dann im besten Fall dazu, dass die Idee auch verwirklicht werden kann. Im schlechtesten Fall aber wächst dadurch eine Spekulationsblase mit nichts als heißer Luft. Und wie das mit Blasen nun mal so ist, irgendwann platzen sie. Der Wert der 30 umsatzstärksten Unternehmen ist in Deutschland übrigens zum sogenannten DAX zusammengefasst, dem Deutschen Aktienindex. An der DAX-Kurve sieht man, wie gut oder wie schlecht es diesen großen Unternehmen momentan geht und damit auch der Wirtschaft insgesamt. So etwas wie den DAX gibt es an den Börsen in anderen Ländern natürlich auch. Und alle zusammen ergeben eben einen einzigen weltweit vernetzten Marktplatz.